Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Spielraum Deckcheck. Ich bin's euer Patrick, bei mir ist euer Christopher. Grüß Gott. Euer besonders muskulöser. Hast du gelesen, apropos das, was ich jetzt fragen? Was? Das Kommentar. Nein, wirklich. Einer hat unter ein unserer Spoiler-Alarm-Videos geschrieben, dass du auf Englisch, dass der Typ mit dem T-Shirt und den Tattoos urhot ist. Wirklich? Ja. Wer hat das geschrieben? Irgendein Typ. Aber es haben auch schon einige geliked, ich auch. Danke. Gell? Aber auch das freut dich, ich musste das sagen, ich weise dich darauf hin. Sehr geil. Zurück zum Thema, wir haben wieder ein Standard-Deck. Wir haben Royal Phoenix, nennst du das Ding Spaß? Ja. Das verrate ein bisschen, was die Karten sind, die gespielt werden. Das macht nichts, aber da muss der geneigte Zuseher ein bisschen denken, welche Karten gemeint sind. Okay, dann spannen wir ihn weiter auf die Folter und fangen mit der Mana-Base an und zeigen noch nicht, welche Karten gemeint sind. Nein. Wir haben 6 Inseln und 6 Gebirge. Mhm. Und dann haben wir 2 Fabled Passage, die das wirklich suchen können. Genau. Warum 2 Fabled Passage? Na, weil die Problematik hier stellt sich, dass du relativ schnell deine Spells casten möchtest. Wir müssen jetzt zurückgreifen. Temple of Epiphany. Den spielst du einmal. Den spiele ich einmal. Ja. Und da war eben die Frage, was ist schneller, der Temple oder die Fabled Passage? Ja. Und in dem Deck, dadurch, dass so viele Basics schon umgetappt kommen. Wie Basics das meistens tun. Ja, ja, sag ich. Ist es wahrscheinlich besser, mehr Passages zu spielen. Okay. Um dich dann in weiterer Folge Color zu fixen, beziehungsweise einfach das Deck ein bisschen durchzumischen. Mhm. Und der Temple, das Describability ist eigentlich gut, also eigentlich sehr gut, aber zu langsam die ersten Turns, wo du schon etwas machen möchtest. Okay. Gut, dann hast du noch ein Castle Ventress. Genau, das ist das 4-Mana Scry 2. Ja, das finde ich ja persönlich sehr gut. Das ist im Midgame immer okay. Mhm. In dem Deck überhaupt. Mehr würde ich gar nicht empfehlen, weil den Effekt. Ja, außerdem, du bist ja kein Kontrolldeck, du bist ja ein Tempo-Deck. Das ja. kann man jetzt sagen. Und da ist dann halt weniger gut, weil du weniger da sitzt und nichts machst. Genau, weil du willst halt schon mehr machen. Eben. Dann hast du Dualänder. Du hast natürlich 4 Steamvents, weil du bist. Rot. Blau. Blau. Aber du hast doch eine Water Grave und ein Bloodcrypt. Ja, die sind ein bisschen fancy und die sind genau nur wegen einer Karte drin. Okay. Wir können das jetzt vorwegnehmen. Das Deck spielt 4 Discovery Dispersal. Und also Listen, die es gibt, die so ähnlich ausschauen wie meine, spielen einfach keine schwarzen Länder. Ich finde, das ist. Es tut nicht weh. Es ist fahrlässig. Weil fahrlässig sogar, okay. Weil du dir einfach die Möglichkeit nimmst, dass du zusätzliches Removal hast. Okay. Ja. So ist das. Ja, verstehe. Ganz ich. Einfach. Gut, du bist jetzt eh schon im Deck reingeswappt. Machen wir trotzdem mal die Kreaturen. Du hast 4 Goblin Electromancer. Ja, spätestens jetzt weiß jeder, worum es geht. Na, jetzt sieht euch das ganze Deck aus. Dem wahrscheinlich hat er am Titelbildschirm irgendwie den Phönix gesehen. Ja. Ah, Patrick. Ja, wisst ihr, ich mache immer so schöne Artworks. Ich weiß, bist wundervoll. Geil, danke. Ja, die 4 Electromancer sind ja gesetzt in dem Deck oder waren gesetzt in dem Deck und in allen Varianten, die es bei diesem Deck gegeben hat. Die sind immer noch gut, weil du eben nicht so overpowered Stuff wie in Modern oder Legacy hast. Mhm. Das heißt, du musst eben deine Spells günstiger machen, ja. damit sie auf einmal wirklich diesen Power Level von Modern haben. Okay, ja. Und wenn alle eins günstiger sind, dann ist der Power Level sehr gut. Okay. Electromancer ist ansonsten, kann angreifen, kann blocken. Ist ein Bär. Ist halt ein Bär. Dann hast du Petty Theft bzw. Brazen Borrower. Bratzenborrower. Diese Karte ist wirklich eine geile Karte. Das Petty Theft ist sehr stark gegen Planeswalker. Ah ja. Schlecht gegen die Fähre, sage ich mal ehrlich. und ansonsten, der Bratzenborrower ist natürlich ein Flasher. Ja, also erinnert sich an die Vendilion-Click. Vendilion-Click ist eine unendlich starke Karte. Es ist natürlich keine Vendilion-Click, aber hat die Upside eben. Was auf die Hand zurückzugeben, was sehr groß ist, kann selber die Spiele beenden und ist natürlich eine super starke Addition für das Deck, weil du zusätzliche Flyer Clock hast. Ja. Aber Flyer Clock, du hast natürlich auch 4 Crackling Drake wieder, jo. Die einfach quadratisch praktisch gut sein können. Ja, die sind und sehr schnell, setzen. Sehr groß. Mhm. Die haben schon Evasion drauf, die kriegen dann mit unserem Favorite Planeswalker noch mehr Evasion drauf. Okay. Was dann absolut dumm wird schon. Okay, ja. Und ansonsten ersetzt er sich natürlich selber, was gut ist, wenn er das Removal frisst. Zieht dich schneller durchs Deck. Ist ein Finisher. Macht eigentlich alles für das Deck, was du willst. Passt. Dann natürlich im Namen angeteased, 4 Arclight Phoenix. Ich mag diese Karte sehr gerne. Also ich stehe wirklich auf diese Karte. Es tut mir leid, dass ich sie so wenig gespielt habe, wie es Faceless Looting gegeben hat in Modern.
Ist eine absolut coole Karte. Ich spiele sie jetzt im Legacy teilweise. Wirklich? Ja. In einem Deck mit 16 Ländern. Aber wenn der Wunsch besteht, gibt es da mal ein Deck. Dieses Reanimator-Combo-Deck oder was? Nein. Also nicht Reanimator, wo du alles in den Griff hat, haust und dann auf einmal. So mehr oder weniger. Ja, das kann dann zwei killen, das ist grauslich. Ja, Acolyte finde ich sehr eine geile Karte. Kennen wir. Modern, Standard gespielt. In Legacy jetzt mittlerweile auch. Mhm. Ist einfach ein super guter Power-Level und. Also Lootings oder der Loot-Effekt ist fein, weil du ihn einfach discarden kannst. Du willst ihn meistens eh nicht casten. Ja. Wenn du ihn casten musst, dann ist er trotzdem ein 4-3er für Haste, der fliegt. Also ja. Ist vom Power-Level auch wirklich in Ordnung. Okay. Dann haben wir die zweite namensgebende Karte. Wir haben die Geschwister, die Royal Skions, dreimal sogar. Ja, also 4 wäre zu viel, meines Erachtens schon. Mhm. Obwohl man sie mit sich selber discarden kann. Mhm. Was die wirklich gut machen in dem Deck ist, dass sie einfach deinen Flyern noch mehr Evasion geben. Du hast Trample ist schon viel. 5-1er First Striker Trample Flyer, ja. Und wie viele großen Sachen fliegen herum und man stellt sich das dann einmal mit einem Crackling Drake vor. Ja. Der hat einen 4er Hintern auch noch. Ja. Wir haben keine Lightning Strikes mehr, aber auch das ganze Removal ist schwieriger, ihn wegzubekommen. Also an das muss man jetzt schon nochmal denken. Ich meine, wir haben in Schwarz jetzt natürlich Murderous Rider. Ja. Der besser ist. Und wir haben diesen roten Spell, der 4 schießt, wenn du Triple Rot investieren genau, kannst. Aber das ist schon in, wie soll ich sagen, in gewissen Schienen drinnen, mhm. weil der Triple Rot ist halt nicht das einfachste wahrscheinlich für die meisten Decks, außer ja. du bist das monorote Deck. Mhm. Ja, und ansonsten Designs looten dich, ziehen dich durchs Deck. Das Ultimate ist verrückt, mhm. weil du ein Deck bist, das sehr, sehr schnell seine Karten ersetzt. Ja. Dementsprechend schießt dann einfach einmal 4 oder 5 Damage einfach so. Ne? Herzlichen Dank. Ja. Mhm. Und die Karten dann auf den alleine 4 Karten ziehen, ist so. Pff, ist schon viel. Ist ja. schon absurd viel. Ja. Ja. Gut, dann hast du natürlich 4 Opt. Ja, wie kann es anders sein? Na, das ist fair für Standard. Seed Wizard so, das kommt immer wieder. Ja. Ist auch gut für das Deck. Ja. Castet man sehr oft einfach nicht im gegnerischen Turn, sondern im eigenen, weil du halt die Phönixe holen willst. Kostet 9 Mana. Gibt Karten in Grave für einen Crackling Drake. Scry-Effekt gut, um deine weiteren Draws zu kontrollieren. Ja. Dann das Discovery Dispersal haben wir schon gemacht, die 4 das Stück. Das haben wir schon angesprochen, ja. Das ist einfach zusätzlich Card Draw und genau, und weil und mit Selection. Mit dem Orgen-Effekt, mit dem Dimir-Effekt, danke, kannst du Phönixe natürlich auch in Grave reinhauen. Ja. Was wichtig ist, oder einfach zusätzliche Länder in Grave, die du nicht brauchst, oder Karten, die du aus dem Grave rauszahlen kannst mit der Flashback-Ability, je nachdem. Okay. Dann hast du 3 Thrill of Possibility. Genau, das ist die neue Addition. Das ist das Tormenting Voice. Das neue Arte. Tormenting Voice. Das ist instant auch. Das heißt, du kannst End of Turn spielen, wenn es einmal sein muss. Wenn ich weiß, ich habe Phönix auf der Hand und ich will sie jetzt gleich in den Grave bringen, dann weg damit. Ja, 2 Karten ziehen, ersetzt sich selber. Also es lootet ja eigentlich mehr oder weniger. Genau. Du castest es und discardest. Das heißt, du ziehst 2, discardest 2. Ja. Ist einfach eine gute Addition für das Phoenix-Deck, muss man sich ehrlich sagen. Dann hast du ein Chemistry's Insight. Das ist, wie gesagt. Nur eins, weil es so teuer ist. Ja, genau. Es kostet 4 Mana und wir spielen jetzt schon eben 4 Arclight Phoenix, 4 Crackling Drake plus die 3 Royal Scions. Ja. Wird natürlich günstiger durch die Electromancer, darf man auch nicht vergessen. Mhm. Und ist halt einfach für das Deck, wie gesagt, ist halt wieder so ein bisschen was im Midgame, wo ich weiterkomme einfach. Ja. Wenn ich einmal irgendwo im Stocken gerate. Weniger für die Kombos und einfach zum Refillen. Genau, zum Weiterkommen, ja. Passt, dann hast du noch einiges in Removal, du hast 4 Shocks. Ja, das sind die Guard-Shots im Standard. fast genauso gut. Er macht mehr Damage. Ja, ist halt das Removal, das man braucht für Walker echten halt auch. Akku-Decks. Ja. Dann hast du 4 Lava-Coil für die größeren Decks. Genau, also für die ganzen Midrange-Decks, weil du willst den Boden halt irgendwie unter Kontrolle halten und in der Luft drüber fliegen. Mhm. Das ist so das Ziel des Decks, damit du nicht irgendwie gerusht wirst und dann denkst, um Gottes Willen, jetzt ist. Ja. Und dann hast du einen Beacon Bolt. Genau. Der schießt halt die ganz fetten Sachen dann weg. Ja. Im späteren Spiel vorauf ist der schon ziemlich groß. Drum auch nur einen, weil man eben doppelt verwenden kann. Mhm. Discardet man halt seinen Phoenix dafür nicht. Oh, wie schlecht. Tut mir sehr leid. Das glaube ich dir aufs Wort. Gut, dann schauen wir uns noch das Sideboard an. Da hast du 2 Bone Crusher Giants bzw. Stomp. Ja, also der Stomp-Effekt ist gut, weil der Damage halt nicht prevented werden kann. Du weißt dann, also man weiß ja jetzt noch nicht, wie das Meta ausschauen will, was gibt, was kommt. Deswegen sind solche Effekte, die Damage einfach
wo Damage nicht prevented wird. Ja. Mag ich, finde ich gut. Ja. Vor allem, ich meine, es gibt den Drake noch immer, den blauen, der deine, solange sie nicht Trample haben, deine ganzen großen Fliege einfach blockt und sie auslacht. Ja, ja, genau. Und dann lacht er halt nicht mehr. Beispielsweise. Und der Bonecrusher Giant ist halt selber einfach für 3 Mana eine 4-3er. Fettes halt Sau. Was halt ist. Ja. Na, zu fetten Sau kommen wir noch. Okay. Gleich jetzt. Die Ironcrack Pyromancerin. Rin. Ja. Ich finde die leibend. Ist halt eine Blockerin, oder? Das ist eine Blockerin und schießt 3 Damage. Du ziehst recht konstant 2 Karten in deinem Turn mit den Royal Scions einfach. Ja. Dann hast du Op, dann hast du Discovery, dann hast du Chemist's Insight, wo du im gegnerischen Turn auch noch ziehen kannst. Dann hast du noch 4 Crackling Drake. Und Thrill of Possibilities wird auch im Thrill of Possibilities Zug auch noch machen kannst. Und dementsprechend kannst du einfach jeden Turn zweimal triggern. Schießt sozusagen. Die GT einfach gescheit Damage. Pew, 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 pew. Und ich habe die wirklich, also für mich war die, ich habe die unterschätzt. Ich habe die jetzt live in Farbe und bunt gesehen. Und die Gitti ist wirklich leibend. Also die Gitti ist wirklich, die blockt halt auch alles. Ja, die ist ziemlich quadratisch. Ja. Dann hast du noch Planeswalker oder hast du 2 Ral Izzet? Vicaroy. Ral ist geil. Ral stehe ich drauf. Okay. Wirft Karten in Griffin Phoenix oder für einen Crackling Drake. Rüstet Viecher ab und bringt das Spiel einfach unter Kontrolle. Und das ist genau das. Du boardest halt Ral eben gegen die Control Decks. Ja. Wenn du Ral resolvest, dann gewinnst du es auch. Gewinnst es meistens. Genauso wie die nächste Karte. Ja, 2 Chandra Waked Inferno. Ja, auch heavy underplayed, meiner Meinung nach. Mhm. Der Control-Spieler haut dich ins Spendle-Original. Ja. Weil du halt deine Cloak hast mit deinen Phönixen, dann bringst du vielleicht den Ral noch, dann bringst du noch Chandras. Ah. Machst ein, zweimal. Ja, davor hast du, kannst du ihm die Schocks ins Gesicht schießen. Ja, ein, zwei Emblem-Sache hat sich erledigt. Ja. Ja. Also das Control-Matchup ist so richtig ein nettes Matchup, würde ich sagen, für das Deck mittlerweile. Geil. Dann hast du natürlich noch trotzdem 3 Negates, ja, weil man halt Move jeden am Arsch gehen will, auf gut Wienerisch. Sehr, sehr fair von dir. So bin ich, ja. Ja. Und dann hast du noch 3 Flamesweep. Ja. Für kleine Viecher. Genau, für kleine Viecher am Boden. Ja. Speziell Knights, Kalamatis und sonstige Agro-Sachen. Mhm. Und schieß halt nicht auf Flyer, das ist auch wichtig. Ja, vor allem nicht auf Flyer. Du schießt halt auf... Würdest du theoretisch auf alle schießen, dann schießt halt der Gegner dir einen Schock hinterher und dein Viech ist auf einem Weg. Ja, vor allem, du schießt ja jetzt schon Brazen und... Bratzenbohrer fliegt, den schieße ich nicht ab. Ja, eh nicht, aber wenn er halt auf... Ja, du schießt halt... Ja. Ja. Passt, wir sind mit dem Deck durch. Ja. Wir sind ja... Ich meine, das ist jetzt das zweite Standardvideo, was wir rausbringen. Wir sind aber trotzdem noch sehr am Anfang von der Season. Insofern, ob das... so bonkers ist, wissen wir nicht ganz, nein, oder? Nein, also das, man muss sich ehrlich gestehen, ich glaube, das Night Deck ist derzeit, das wir gesehen haben schon, ist besser ausgeteilt als das. Ja. Habe ich mich auch mehr damit beschäftigt. Das Deck hat irrsinnig viel Potenzial und wenn man die richtige Mischung findet, ist das, glaube ich, auch ein guter Player in Standard, weil Tempo-Decks prinzipiell gut sind, ja. Wissen wir eh. Ja. Wenn das Tempo-Deck rennt, dann rennt es halt einfach und dann ist schnell vorbei. Und ich meine, das Deck schaut jetzt natürlich schaut es anders aus als die Modern-Variante, die halt insane war, halt, aber es ist halt das, die ist einfach abgeschwächt und das kann nicht so schlecht sein sozusagen. Nein, also du hast halt wirklich auch viel Power drin, eben mit den Crackling Tricks, die es auch nach Modern geschafft haben teilweise, mit den Arclight Phoenix, die Royal Science sind halt wirklich eine verrückte Karte. Mhm. Ja, also die sollte man sich die jetzt schnell zulegen, bevor die halt eskalieren, preislich. Sehe ich ähnlich. Mich wundert eh, dass die günstiger sind als andere Karten, aber okay. Nicht, also, fragt ja keiner. Noch, weiß nicht, wenn das Video rauskommt, wer weiß, wie es ist. Ja, wer weiß, vielleicht ist es schon anders. Gut, Christopher, danke fürs Vorstellen. Bitte gerne. Euch danke fürs Zuschauen. Wie immer könnt ihr liken, kommentieren, uns auf Facebook, YouTube, Twitter, Instagram followen oder halt abonnieren, wie auch immer. Ihr könnt oder beides uns überhaupt lieb haben. Ihr könnt es natürlich auch im Spiel am Wiener regelmäßig antreffen und ihr könnt es auf jeden Fall im nächsten Video sehen. Bis dahin wünschen wir eine schöne Woche. Danke nochmal fürs Zuschauen und ciao. Auf Wiedersehen. Ich finde es echt krass, dass die Skions teilweise 10 Euro nur kosten. Ja, ist verrückt, oder? Ich habe dir gesagt, Borderless, Foil 70 Euro.